Mal verblieben die Panzer auf ihrem Standort und operierten aus dem Hinterhalt unter Tarnung und setzten auf die Reichweite ihrer Kanonen mit tödlichem Effekt. Von solch einem Hinterhalt in der Normandie gelang es Michael Wittmann, die britische 7. Panzerdivision aufzuhalten, indem er allein 75 ihrer Panzer und viele andere Fahrzeuge abschoss. Das geschah bei Villiers-Bocage. Wahrscheinlich wurde dann sein Tiger beschädigt. Es hieß, da seine Ketten zerschossen waren, musste er sich dann ins Hauptquartier zurückziehen, wo er jubelnd empfangen wurde. Doch immer mehr alliierte Truppen strömten ins Land und der deutsche Widerstand erlahmte. Schwere Kämpfe gab es auch bei Caen, wo Montgomerys britische Truppen die deutschen Panzer zu einer Schlacht mit hohem Verschleiß zwangen. Im Juli kam es zu einer weiteren großen Schlacht. Es gab schwere Verluste bei der deutschen Armee, auch viele Tiger gingen verloren. Wiederum verließ man sich auf die weitreichenden Kanonen der Tiger. Zu einem zweiten Versuch, der Operation Turtle Eyes, kam es im August, um die Deutschen zum Rückzug in einen Kessel zu zwingen, den man zu schließen hoffte. Verschiedene deutsche Einheiten legten sich nun ein breiteres Tarnmuster zu. Einerseits, um sich selbst im Hinterhalt unsichtbar zu machen, andererseits, um sich auch vor den tödlichen Attacken der britischen und amerikanischen Jagdbomber zu schützen. Nun besaßen die Alliierten eine neue Waffe, mit der sie dem Tiger gegenübertreten konnten. Hektische Vorbereitungen vor dem D-Day resultierten darin, dass die Briten in der Lage waren, eine schwere Antipanzerkanone in den Sherman-Panzer einzubauen. Den Besatzungen blieb nur wenig Zeit zu trainieren und für die Landung in der Normandie standen nur wenige Exemplare zur Verfügung. Diese Kanone nannte man Firefly. Einmal wurden britische Truppen am Nordrand des Kessels in ein Gefecht verwickelt. Nach einem hektischen Nachtmarsch fanden sie in einem örtlichen Obstgarten Deckung. Eine kleine Formation feindlicher Panzer, bestehend aus 3 Tigern, befand sich im Sichtfeld. Sofort bekam die Firefly-Besatzung den Befehl, sie unter Beschuss zu nehmen. Als sich der erste Tiger auf ca. 800 Meter genähert hatte, brauchte die Firefly 2 Schüsse, um die seitliche Panzerung zu durchschlagen. Er fing sofort Feuer. Die restlichen beiden Tiger wollten der Firefly-Crew nun ihre Frontseite bieten, doch den Briten gelang es vorher noch, einen weiteren Schuss abzugeben und der zweite Tiger brannte auch. Der erste Tiger versuchte noch Deckung zu finden, doch 2 weitere Schüsse hinderten ihn daran. Als alle 3 Panzer brannten, gab es plötzlich eine Explosion durch die an Bord befindliche Munition und alle 3 wurden in Stücke gerissen. Die ganze Aktion hatte nur 12 Minuten gedauert. Kurz darauf wurde auch die Firefly durch ein Geschoss getroffen, fing an zu brennen und die Besatzung floh.
Nur kurze Zeit später stellte sich heraus, dass der Führungstiger der Panzer von Michael Wittmann, dem Tiger-Ass, gewesen war. Eine Legende hatte hier den Tod gefunden. Aktionen wie diese hielten immer wieder den alliierten Vormarsch für kurze Zeit auf und der Kessel konnte erst einige Zeit später geschlossen werden. Doch als das gelang, war das Blutbad, das die alliierten Air Forces unter den deutschen Truppen anrichteten, unglaublich. Trotz seines Rufes hatte der Tiger mit verschiedenen Problemen zu kämpfen und das begann schon mit dem Transport. Die breiten Ketten, welche nötig waren, um das unglaubliche Gewicht des Panzers zu tragen, konnten nicht für längere Zeit benutzt werden, da sie oft brachen oder die Räder beschädigten. Die Stoßdämpfung verursachte weitere Probleme im offenen Gelände. Beschädigungen durch Minen oder zu exzessives Fahren beschädigte die Räder und führte zu häufigen Reparaturen. Das Schachtellaufwerk war insbesondere an der Ostfront anfällig, da der sich darin immer wieder ansammelnde Matsch gefror und das Laufwerk blockierte. Diese Behinderungen traten auch oft unter feindlichem Feuer auf und das erschwerte es den Besatzungen häufig, schnell zum Schlachtfeld zu gelangen. Weil der Tiger mit seinen Geländeketten breiter als der Panther und andere Panzer war, passte er oft nicht unter die Eisenbahnbrücken. Deshalb mussten bei der Verladung auf Züge 20 cm schmalere Verladeketten aufgezogen werden, bevor der Panzer auf spezielle Flachbettwagen gebracht werden konnte. Unter guten Bedingungen und mit der erforderlichen mechanischen Unterstützung dauerte das circa 4 Stunden. Am Bestimmungsort mussten dann ebenfalls wieder die Ketten gewechselt werden. Die Wartung im Feld für den Tiger wurde auch im Verlauf des Krieges immer schlechter, denn die Ressourcen gingen zurück und die Alliierten bombardierten sämtliche Straßen und Transportverbindungen, die Nachschub bringen konnten. Ein beschädigter Tiger braucht 2 schwere Transportfahrzeuge, die ihn zu seinem Reparaturplatz brachten, manchmal auch mehr, wenn keine schweren Fahrzeuge zur Verfügung standen. In manchen Fällen sogar, wenn es überhaupt keine Transportfahrzeuge gab, mussten sie von 2 Panzern aus der Truppe gezogen werden. Dies verursachte auch bei den anderen Panzern Schäden. Jedoch bei den schweren und technisch hochspezifizierten Tigern kam es oft zu Störungen im Lenkmechanismus und Schaltgetriebe, weil sie nicht in der Lage waren, das 2-fache ihres Gewichtes zu ziehen. In einem dokumentierten Fall in Italien sollten 14 Tigerpanzer amerikanische Truppen aufhalten, die auf dem Weg nach Rom waren. Jedoch kurz vorher, aus unbekannten Gründen, wurden sie angewiesen, sich zurückzuziehen. Ob das aus Unerfahrenheit des Befehlshabers geschah oder weil beschädigte Tiger abgeschleppt werden mussten, weiß man nicht. Jedenfalls gelangten nur 8 Tiger zurück auf ihren Versammlungsort. Davon waren 4 noch gefechtsfähig. Sofort wurde einer durch eine Panzergranate getroffen und zerstört. 2 weitere hatten plötzlich Getriebeprobleme und es blieb nur 1 gefechtsfähiger übrig. Wenn die Besatzungen noch eine Chance sahen, sich aus dem Gefechtsbereich zu entfernen und wenn Mechaniker in der Nähe waren, hätte die Situation wahrscheinlich anders ausgesehen. Doch trotz all dieser Rückschläge war der Ruf eines unschlagbaren und unbesiegbaren deutschen Panzers unter den alliierten Soldaten allgegenwärtig, besonders unter den Besatzungen der Panzer. So groß war dieser Ruf, dass wenn eine alliierte Panzergruppe mit feindlichen Panzern in Berührung kam, man annahm, man sei verloren.
verständlicherweise.